Den größten Schritt haben Sie schon hinter sich. Sie haben die Vergewaltigung zur Anzeige gebracht. Und mit dieser Therapie stellen Sie sich Ihren Ängsten. Sie können stolz auf sich sein. Ohne Tristan hätte ich das alles gar nicht geschafft. Er hat mir die Kraft gegeben, das alles durchzustehen, bis Alexander endlich verurteilt wurde. Ich will endlich wieder ich selbst sein, damit ich ihm das zurückgeben kann, was er verdient. Verdient? Also ich will damit jetzt nicht im geringsten andeuten, dass er mich irgendwie unter Druck setzt oder so. Ganz im Gegenteil, er ist so geduldig. Ist das denn der Grund, warum Sie eine Beziehung mit ihm eingehen möchten? Denken Sie denn, das ist der falsche Grund? Ist das denn so? Nein, da ist viel mehr. Respekt, Geborgenheit. Er bringt mich zum Lachen und er holt mich wieder runter, wenn ich Panikattacken habe. Er ist einfach immer für mich da. Das ist bestimmt ein sehr schönes und beruhigendes Gefühl für Sie. Was Sie mir doch eigentlich sagen wollen, ist, dass er nur eine Krücke ist, auf die ich mich stütze. Und dass ich das alles erstmal selber packen muss, bevor ich mich wieder auf eine Beziehung stütze. Ich habe nichts davon gesagt. Aber diese Fragen scheinen Sie sehr zu beschäftigen. Vielleicht lassen wir das für heute einfach erstmal ein bisschen sacken. Kein Mensch, und ich schon gar nicht, erwartet, dass Sie die Lösung für Ihre Probleme gleich mitliefern. Und die ja, ganz gut, glaube ich. Was sagt denn der Psychologe? Papa, das ist eine Therapeutin. Und Tipps und Tricks sind eher nicht so ihre Strategie. Mehr Hilfe zur Selbsthilfe. Oh, das klingt ja echt anstrengend. Hm, kann man wohl sagen. Jedenfalls habe ich jetzt Probleme, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass ich sie habe. Was ist das denn für ein Quatsch? Die soll dir doch helfen und nicht neue Probleme aus dem Boden stampfen. Hallo zusammen. Hallo. Na, siehst du, da ist sie. Oh, neue Jacke? Dana, das sieht ja fantastisch aus. Sag doch kurz, steht hier. Super. Danke. Ich hätte mal Lust auf eine Veränderung. Und ich dachte, da geht man zum Therapeuten. Hm. Die was denn? Ja, ich habe ein ganz gutes Gefühl bei Dr. Wirth. Super. Das hatte ich so gehofft. Nach der ersten Stunde kann man jetzt natürlich noch nicht so viel sagen. Ich wollte dich jetzt auch nicht ausquetschen. Es geht mich im Grunde auch gar nichts an. Ich bin wegen etwas ganz anderem hier. Hättest du Lust, mich heute Abend zu Ludwigs Geburtstag zu begleiten? Oh ja, bitte komm mit. Dann sind Kim und ich nicht alleine mit diesen ganzen Prinzen und Präsidenten und der ganzen anderen Prominenz. Thomas, wir machen es ja mal auf den Weg. Mama sitzt bestimmt schon auf gepackten Kisten und erwartet ihre Umzugshelfer. Deine Mutter ist vielleicht eine Marke. In ihrem Alter einfach mal so mit ihrem Kurschatten zusammenzuziehen. Naja, wenn zwei sich finden, ist alles andere egal. Hauptsache, sie verstehen sich und sind glücklich. Hm? Tschüss. Und jetzt Abmarsch. Tschüss. Tschüss. Auch heute Abend? Sehr gern. Sie hat dir also geraten, dich erstmal nicht wieder auf eine neue Beziehung einzulassen. Nein, sie hat mir überhaupt nichts gesagt oder geraten. Sie hat mir zugehört und hat hin und wieder nachgefragt. Aha. Dann bist du da also von allein drauf gekommen. Nee, das wäre jetzt auch zu viel gesagt. Ich hab, glaube ich, einfach nur gemerkt, wie verwirrt ich eigentlich noch bin. Merkt man. Tristan, hilf dir doch. Das ist doch gut. Ja, das ist super. Aber ist das der richtige Grund, sich auf ihn einzulassen? Oder mache ich mich damit nur abhängig? Ich muss jetzt erst mal lernen, wieder alleine klarzukommen, bevor ich mich in eine Beziehung stürze. Das heißt, Marlene und du, ihr habt heute Abend so ein richtiges Date, ganz offiziell? Jetzt lass uns das mal nicht überbewerten. Ich bin immerhin auch ihr Manager und ein guter Freund. Aber ich meine, immerhin zeigt sie sich vor aller Welt an deiner Seite. Aber deswegen sind Marlene und ich jetzt noch lange nicht. Ja, so ich will einfach nur, dass es ein schöner Abend wird und alles ganz relax und dann sehen wir weiter. Aber ich meine, vor dieser ganzen Vergewaltigung, da wart ihr doch schon so gut wie ein Paar. Und jetzt, wo sie besser geht, kannst du doch einfach daran anknüpfen. Ich hoffe es. Vielleicht sollte ich ihm für heute Abend absagen. Schließlich ist es nicht fair, Tristan gegenüber, sich aus den falschen Gründen auf ihn einzulassen. Soll ich dir mal sagen, was ich glaube? Diese Ärztin hat dich völlig verrückt gemacht im Kopf.
Also eigentlich ist es ja auch gut. Sie wird schließlich dafür bezahlt, dass sie dir den Kopf mal ordentlich durchpustet. Und dann ist es auch völlig normal, dass da am Anfang irgendwie mal was durcheinander geht. Wobei, bei dir war da ja eigentlich nie was in Ordnung. Ja. Vielleicht ist es ja ganz gut, dass du da heute Abend mal mitkommst, um Klarheit zu bekommen. Ja, meinst du? Naja, du wirst merken, wie du dich mit Tristan fühlst. Ob da nur Dankbarkeit und Verpflichtung ist oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Hast du Justus gesehen? Ich klingel mir die Finger rund, damit er sich um das Gepäck und den Wagen zum Flughafen kümmert. Nee, tut mir leid, aber das ist bestimmt nicht weit. Oh, Marlene, das hält kein Mensch aus. Schon gut, du musst doch los. Sprich oder ich bin weg. Also gut, ich weiß einfach nicht mehr, was richtig ist. Ich mag Tristan wirklich und ich wollte diese Beziehung, aber dann habe ich mit dieser Therapie angefangen und meine Therapeutin meinte... Stopp! So wie es aussieht, bringt diese Therapie gar nichts, sondern wirft nur haufenweise neue Fragen auf. Naja, meine Therapeutin meint, dass wir uns diesem Thema ganz langsam nähern können. Marlene, du kannst jetzt 3 Jahre darüber quatschen oder meinen Tipp annehmen. Wenn sie es gut anfühlt, mach's. Ich muss los. Wenn du mir Danke sagen willst, halt die Klappe und fall mir nicht um den Hals. Kriegst du es hin? Hier steckst du. Das war nur ein Glas. Hab ich dir schon erzählt, dass wir mit Vater einen Jagdausflug machen? Die ganze Sippe läuft marodieren durch den Wald, keiner trifft irgendetwas und am Ende sitzen wir vom Lagerfeuer und grillen Marshmallows. Man sollte die Fußgänger warnen. Wenn du wüsstest, wie recht du hast. Du hast mich doch gefragt, ob ich für deinen Vater singen würde. Ja, aber... Hey, du bist hier. Das ist alles, was zählt. Und du willst tatsächlich schon morgen fliegen? Ja, langsam bekomme ich auch ein wenig Reisefieber. Und auch wenn ich zwischendurch wahrscheinlich nicht erreichbar sein werde, ich werde regelmäßig meine Mails checken. Also halt mich mit deinem Diplom bitte auf dem Laufenden, ja? Bei den tollen Fotos, die du mir geschickt hast, könnte es diesmal vielleicht sogar klappen. Bestimmt. Natürlich wird das klappen. Und jetzt sag nicht wieder, womöglich geht noch was schief. Zum Glück hast du ja positive Freunde. Tristan? Wir können doch bald loslegen, oder? Ich weiß gar nicht, was los ist. Du wirst begeistert sein. Geduld war noch nie deine Stärke. Ne? Ich bin ja schon eine ganze Weile nicht mehr aufgetreten. Aber Tristan hat mich gefragt, ob ich für seinen Vater singen würde. Also, lieber Ludwig, alles Gute zum Geburtstag. Und dieses Lied ist jetzt nur für dich. Und für alle, die lieben. Wen sie wohl damit meint? I wish I could hold you once again. I wish you would just reach out your hand. But life has turned the light up in your eyes. And I don't know how to turn back time. I wish I could hear your voice again. Also, ein Auto ist es jedenfalls nicht. Hör mal, ich will doch dir eine Freude machen und nicht unserem Chauffeur. Das hätte mir auch zu denken gegeben. Elisabeth, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich wollte, dass deine Geburtstagsfeier perfekt war. Also, perfekter hättest du es gar nicht machen können. Ein schönes Paar, die beiden. Sie hat den ganzen Abend unermüdlich vorbereitet und dabei keine Mühen gescheut. Kein Wunder, dass der Graf ihr zu Füßen liegt. Ach ja, es gibt Menschen, die sind eben füreinander bestimmt. Fragt sich nur, wie lange noch.
war großartig. Du warst einfach unglaublich. Ach Quatsch, in dem Bridge lag ich total daneben. Vergiss es. Ich weiß genau, dass du nur Komplimente hören willst. Marlene, was du da vorhin gesagt hast, dass... Du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ohne dich hätte ich die letzten Wochen niemals durchgestanden. Ich habe mir das selbst viel zu lange nicht eingestanden, aber... Ich liebe dich. Bist du sicher? Ja, absolut. Ich habe viel zu lange damit gewartet. Ja, und jetzt küss mich endlich. Was wollen Sie hier? Überraschung. Becky, wo kommst du denn her? Wenigstens erkennst du mich noch. Happy Birthday. Becca, herzlich willkommen zu Hause. Meine kleine Becky ist zurück. Du glaubst nicht, wie glücklich du mich machst. Dann musst du dich bei Gräfin Anstetten bedanken. Ja, ich war lang unsicher, ob ich überhaupt kommen soll. Aber dann hat sie mich angerufen und mir klargemacht, wie glücklich dich das macht. Das war doch selbstverständlich. Ich bin selbst Mutter. Und garantiert ein Mega-Musterexemplar. Frau von Anstetten hat mir, obwohl wir uns gar nicht kennen, ja, dermaßen den Marsch geblasen und mir ein paar Sachen über Familie gesagt. Ich glaube, die will ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Nicht der Rede wert. Es war nur ein Anruf. Das war das schönste Geschenk, das man einem Vater machen kann. Ach, Becky. Ich kann es noch gar nicht fassen. Ich hatte schon befürchtet, dass ich die nächsten Jahre nur von deinen Geschwistern erfahre, wie es dir geht. Ja, kann ich dir jetzt alles selbst sagen? Ich bin schon so gespannt. Ich hab dich so vermisst, mein Schatz. Oh, schon gut. Ich kriege ja keine Luft mehr. Oh, entschuldige. Ja, komm erst mal an. Justus, in die Küche. Wir brauchen Champagner und was zu essen. Ich glaube, das war das schönste Geburtstagsgeschenk, was man ihren Mann machen konnte. Meinen Sie nicht auch? Nur schade, dass Sie nicht die Idee hatten. Aber das Feuerwerk war ja auch ganz nett. Ich werde dafür sorgen, dass Ludwig ihr wahres Gesicht erkennt. Und wir beide wissen, dass das kein schöner Anblick ist. Entzückend. Dass du dich noch hierher traust. Ich nehme mal an, mein Geld hast du in New York verprasst. Ich bitte dich, Shoppingbummel auf der Fifth Avenue sind verdammt teuer. Würdest du uns bitte allein lassen, Ansgar? Nur zu gern. Zumal dies hier ja dein Büro ist. Mhm. Momentan. Aber weißt du, ich häng dran. Ach, sag mal, was hat dein Töchterchen eigentlich dir abgeknöpft, bevor sie verschwunden ist? Ein paar Freiflüge. Sebastian hat dir die Wohnung am Central Park finanziert und Tanja hat sie mit einem VIP-Pass ausgestattet. Na, sieh mal einer an. Die kriminelle Energie scheinst du ja von deinem Alten geerbt zu haben. Mir scheint, da ist jemand neidisch, weil seine eigenen Intrigen immer in die Hose gehen. Naja, wir haben es uns damals einiges kosten lassen, um deine Stimme im Gremium zu bekommen. Und darauf bin ich bestimmt nicht stolz. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich nur noch euer Spielball im Gremium war. Tut mir leid, ich wollte dir dieses Gefühl nicht geben. Und unser Streit damals. Du hast mir tatsächlich zugetraut, dass ich fremde Entwürfe klaue und sie als meine eigenen ausgebe. Du hast mich vor allem gedemütigt und lächerlich gemacht. Du kannst mir glauben, ich habe es oft genug bereut.
Du hast Tanja mehr vertraut als mir. Nein, nicht Tanja, Sebastian. Ich konnte nicht glauben, dass er mich anlügt. Ach, und dann hast du lieber geglaubt, dass ich lüge? Ich würde heute vieles anders machen. Verzeihst du mir? Sonst wäre ich nicht hier. Becky, seit wann fährst du Motorrad und warum hast du nie was davon erzählt? Wahrscheinlich, um einen besseren Überraschungsauftritt hinlegen zu können. Wie lange bleibst du? Und ich hätte wirklich diese von Anstetten her organisiert? Das war doch bestimmt schräg, dass sich irgendeine Wildfremde angerufen hat, um nicht zu Vaters Geburtstag einzuladen. Okay, also der Reihe nach. Motorrad seit 2 Monaten. Wie lange ich bleibe, das wird sich zeigen. Und ja, Clarissa von Anstetten hat mir klargemacht, dass ich alles in New York habe, was ich mir wünsche. Außer meiner Familie. Dann bleibst du also länger? Wovon hängt das ab? Zum Beispiel vom Job? Ach, das dürfte doch jetzt kein Problem sein, jetzt wo du den Young Talent Award gewonnen hast. Ja, das stimmt, diese großartige Auszeichnung. Mhm. Wir waren alle sehr stolz auf dich. Aber als Linie CL in den USA diesen Prozess verloren hatte, ist das Büro doch dicht gemacht worden, oder? Ja, ich stand erstmal auf der Straße und hab mir selbst leid getan. Aber dann habe ich mich aufgerafft und einen Job bei Roberto Rubino bekommen. Nicht schlecht. Und ich hoffe mal, dass du als offizieller Talentscout von Lahnstein Entertainment das New Yorker Nachtleben ordentlich aufgemischt hast. Wenn ich Zeit hatte. Kam aber selten vor. Die meiste Zeit habe ich gearbeitet. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hast du dir keine Party entgehen lassen. Ja, früher. Auf jeden Fall ist es schön, dass du wieder da bist, Becky. Danke. Aber nenn mich doch einfach nur noch Rebecca. Klar. Ich meine, passt ja jetzt auch irgendwie besser. Ja, klar.